Keine Ahnung. Ja, habe ich nachgeschaut, wie das kostet. Also, an Amazon ist ja schon. Keine Ahnung. Ich weiß auch, was du gebraucht hast, Prinz, mit Rasier. Mit dem Kreuz unten drauf. Interessiert mich nicht. Echt nicht. Spilu-Zeug da. Aber was mich interessieren würde, wäre. Ich glaube, da kommt halt noch was, wenn schon die Leute sich aufstocken. Diese Missionen hier. Hä? So, mal kurz warten, bis ich's hochlädt. Sprich nicht mit Bertha. Die ist verrückt. Wie kommst du darauf, dass ich mit dir reden will? Eher sterbe ich, als dass ich aufhöre, mir mein Land zurückzuholen. Jeden Tag verlässt ein weiterer... Cox, guck heimlich, Bibis Beauty Palace. I geht, nein. Kann in Frieden ruhen. Nein, danke. Der Griecher ist tot. Wunderbar. Damit ist ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Du bist wirklich der heldenhafte Rächer, den ich mir erhofft hatte. Jetzt... Wo der Nebelkriecher weg ist, können wir Leute hochschicken, die alles in Ordnung bringen. Genau, die Farm gehört dir, dein eigenes Stück der Insel. Es dauert, alles wieder ans Laufen zu kriegen, aber wir werden dir helfen. Und hier sind nochmal 200 Kronkorken, als Dank für das, was du für die Familie Dalton getan hast. Wirklich, ist kein Problem. Ich hoffe, du weißt, wie viel es mir bedeutet, zu wissen, dass Opa George endlich in Frieden ruhen kann. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass der Zusammenhalt von Blut und Familie stärker ist als fast alles andere. Aber wenn du mich fragst, ist nichts stärker als die Bindung einer Ehe. Deshalb fällt es mir auch am schwersten, den letzten Teil der Geschichte zu erzählen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Wenn das stimmt, tut mir das leid. Vielleicht sollten wir uns gemeinsam unserem Schmerz stellen. Mein verstorbener Mann Daniel war der beste Fischer, den diese Insel je gesehen hat. Er hat mit seiner Crew am liebsten beim Leuchtturm von Brooks Head gefischt. An einem Tag, den ich nie vergessen werde, sah ich Dannys Boot kommen. Die Crew in wilder Aufregung. Ein paar Fallensteller hatten sich im Leuchtturm eingenistet, sicher auf Anweisung der Insel. Die sind verrückter als ein Sack voll Maulwurfsratten. Ihr Anführer hat ein paar Zielübungen gemacht und Danny einfach zwischen die Augen getroffen. Hol dir den Dreckskerl, lass ihn dafür bezahlen, dass er der Insel gedient hat. Der Fallensteller ist schon tot. Der Anführer der Fallensteller beim Leuchtturm ist schon tot. Dann ist es vorbei. Endlich vorbei. All die Toten, all die Schuld, endlich beglichen. Und es war niemand aus Far Harbor, der sich der Insel stellte und die Daltons rächte. Das warst du, jemand Fremdes, ein Festlandbewohner. Das letzte Kapitel ist geschrieben. Die Geschichte ist zu Ende. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erlebe. Danke. Ich hab gern geholfen. Hoffentlich bist du jetzt beruhigt. Das konntest du. Jede gute Geschichte braucht ein Happy End, oder? Ja. Der Held findet den Schatz, rettet den Liebling und reitet in den Sonnenuntergang. Naja, ich bin etwas zu alt, um mich auf ein Pferd zu schwingen. Aber ich habe sowas Ähnliches wie einen Schatz. Das ist ein Erbstück. Es gehört meiner Familie schon. Lass mich nachdenken. Mindestens eine oder zwei Generationen. Es gibt keine Daltons mehr, die das Ding erben könnten. Also kann ich es auch dir überlassen. Die Insel kennt diese Waffe. Oh ja. Wenn du sie bei dir hast, wird dich die Insel ernst nehmen. Das war's. Das ist das Ende. Jetzt kann ich ruhig schlafen, denn es wird nichts Unvollendetes geben, wenn ich sterbe. Dann mal los. Meine Geschichte ist vorbei, aber deine... Ich glaube, die wird gerade erst interessant. Ah, das ist nicht so prickelnd, das Ding. Blutige Flut erledigt. Und sie wollte Werkzeug haben. Alles, was du brauchst. Du bist ein seltsamer Vogel. Obwohl unsere freundliche Stadt nach Kräften versucht, dich zu verjagen, hilfst du uns dennoch immer wieder. Verrat es mir. Warum tust du das? Ihr seid gute Leute, die in Schwierigkeiten stecken. Dachte, ihr könntet Hilfe brauchen. Geh zu Alan. Ich habe keine Zeit für dich. Der hat mich jetzt einfach nur gefragt. Okay.
Mehr war das gar nicht. Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Hier sind... Bis bald. Pass auf dich auf. Nein! Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Okay, die fängt ja gleich weiter an. Hier sind deine Werkzeuge. Wirklich toll, dich getroffen zu haben. Hier ist deine Belohnung. Wohlverdient. Und jetzt wird am Rumpf gearbeitet. Gut. Nice. Hey, Doc. Du bist ein seltsamer Vogel. Obwohl unsere freundliche Stadt nach Kräften versucht, dich zu verjagen, hilfst du uns dennoch immer wieder. Verrat es mir. Warum tust du das? Ihr seid gute Leute, die in Schwierigkeiten stecken. Dachte, ihr könntet Hilfe brauchen. Was? Willst du als Bürgermeister kandidieren? Falls ja, dann haben wir dich nicht verdient. Die meisten Menschen hier sind ziemlich konservativ. Es ist egal, wie sehr du dich um ihre Anerkennung bemühst. Verdammt, meine Familie hat 3 Generationen gebraucht, bevor die Daltons uns einen Kanten Brot verkauften. Es gibt einen Weg, der gelinde gesagt wahnsinnig ist, wie du auch den störrischsten Esel überzeugen kannst. Warum sind einige Harperbewohner Fremden gegenüber so feindselig? Die meisten Bewohner dieses Felsens glauben, dass Gott ihnen das Recht gegeben hat, hier zu leben. Ich sehe das so. Wer das Zeug hat, hier zu überleben, der hat sich seinen Platz verdient. Ich würde gerne ihre Meinung über mich ändern. Wenn du es richtig angehst, könnten alle Festlandbewohner davon profitieren. In der alten Zeit wurden Anführer durch den sogenannten Kapitänstanz ausgewählt. Der Legende nach stapften die härtesten, übelsten und schlicht wahnsinnigsten Anwärter ins Wasser, wo sie das Schlimmste anlockten, was die Insel in petto hatte. Sobald der Möchtegern-Kapitän die Meyerlurk-Königin oder den Nebelkriecher oder was auch immer besiegt hatte, lud er die ganze Insel zu einem Festmahl ein. Wenn du das tust, naja, dann wirst du nicht Kapitän, aber du verdienst dir Respekt von allen. Bereit zur Legende zu werden? Okay, ich bin bereit zur Legende zu werden. Echt jetzt? So kein Thema. Ich lach mich tot. Es gibt ein altes Meyerlurk-Jagdgebiet bei Emmett's Causeway. Ein türkischer Streifen entlang der Küste. Wenn du dort ein Stück Fleisch ins Wasser wirfst, werden das Blut und die Eingeweide sicher für Aufmerksamkeit sorgen. Und dann wartest du. Wir haben noch Fleisch. Ich sorge dafür, dass 1 oder 2 Zeugen auftauchen. Es wird dem Rest dieser Bauern zeigen, dass du dazugehörst. Nahrung. Wirf Fleisch ins Wasser. Und wo? Wir haben immer weniger Missionen hier. Hier hinten noch, mit Fleisch ins Wasser. Der Nukleus. Abgeschlossen, ein Leben im Abgrund. Wir schließen immer mehr ab. Immer weniger Missionen hier. Immer weniger. Stimpaks, alles auf Lager. Welchen Voltec, Watze, gibt's hier auch einen Voltec-Typi? Also wenn wir eh schon hier waren, wir hier Echo Lake, waren wir ja gerade. Können wir ja in die Richtung weitergehen. Wie gesagt, ich will dazwischen auch nochmal durchlaufen. Wir wollen ja alles ein bisschen erkunden. Da machen wir die gleich noch, dann haben wir das auch. Ey, wir haben immer weniger Missionen. Wir kommen gut voran hier. Ninko spielt Ark, ich hab's gesehen. Es ploppt doch bei mir auch auf. Ich würde echt gerne mal wissen, ich muss mir mal was überlegen, was wir machen, wenn Ninko da ist. Ne, jetzt ernsthaft, ich muss mir mal was überlegen, wenn Ninko hier ist, wenn wir streamen. Stimmt lustig. So, also. Der aus Good Neighbor. Ach so, ja, den. Wir waren noch nicht mal in Good Neighbor. Da ist irgendwas. Giftiger Angler. Wo ist der? Die stecken halt schon, die hauen schon ganz schön Schaden raus, die Angler. Der ist weg. Schlechte Idee.
Leuchtender Angler. Der ist auch weg. Muss der dritte? Der giftige, das war der normale. Hat den gerade Valentine erledigt? Wo ist denn der? Der ist weg. Also hier ist auch noch was. Ist das die Hütte? Ich glaube, uns zeigt es schon die Hütte an. Es gibt nicht viel mehr in die Richtung. Oh, das ist voll nice hier. Sind noch ein paar Angler? Meierlöx ist ja nicht so tragisch jetzt halt hier. Die Richtung, ja, das ist schon die Hütte da. Wer bist du? Dotti? Ein Stück Fleisch ins Wasser. Ich mache jetzt einfach mal ablegen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Wenn man vom Teufel spricht. Pass auf, Lurks im Anmarsch. Töte die Murlocs. Wirf mehr Wasser ins Fleisch. Ablegen. Überlebte Kampf. Was war das? Ich glaub, wir sind nicht Messerklaue. Tötet die Müllerkönigin. Kein Begräbnis. Kommt doch wieder ran, bitte. Da war sie weg. Sie gerade einmal mit der Säure angefangen und da war sie schon weg. Kehrt zu Ride zurück. Safe-Knacker, irgendwas. Müller-Königin-Fleisch nehmen wir. Abgeschlossenen. Nicht fehlgeschlagen, hat sich Country Crossing gut selbst verteidigt. Natürlich einmal alles looten hier. Murloc Fleisch. Und war noch ein Murloc. So, hier ist noch ein Baum in die Richtung, aber da wollen wir gerade gar nicht hin. Ich will dahin weiter. Jetzt sind wir eh schon fast dort. Okay, munitionstechnisch schaut es echt scheiße bei uns aus. Da haben wir noch ein bisschen was. Also das meiste haben wir für die hier. Die, ja, wir nehmen mal die hier. Die ist bestimmt auch mal wieder ganz cool. Zur Abwechslung. Meine Automatik. Waffe. Dich habe ich gerade runterlaufen sehen. Dich müsste ich doch noch erwischen. Ja. Da kommt jemand. Das machen wir so. Ups. Du musst das nicht tun. Was war das? Weiß ich nicht. Was? Von da unten? Was? Wer denn noch? Ach, da hinten. Den müsste ich doch erwischen. Komm, wenn ich den nicht erwische, weiß ich auch nicht. Da draußen ist was. Das war wohl der letzte.
Lebt der jetzt noch? Der lebt noch. Da kommt jemand. Na komm. Ui. Na komm schon. Ah, jetzt haben wir ihn. Ich häng hier. Schnell nachladen. Wo ist er denn? Bis dann, Kumpel. Ja. Stirbst du, komisch, ich kann dich gerade nicht looten, weil du so schön super dort liegst. Na, egal. Noch irgendwas? Schauen wir mal rauf. Ob es da was gibt, machen wir mal aufs Licht an. Kronkorkenverrat. Oh, safe, verbessert. Das kriegen wir hin. Und da war raufen. Geschafft. Und geschafft. So. Jetzt kann ich schön entspannt mal looten. Schrot, naja. Auch nicht so wirklich was Schönes. Gucken wir nochmal runter in das kleine Häuschen da. Hier haben wir auch einen erledigt. Nee, da gibt's nichts. Nix. Aber der hat irgendwas von der Küste gehabt. Warte mal, Küste? Bin ich von irgendwie Küsten... Nein, jetzt ist es despawned. Kann doch nicht sein. Nee, doch nicht. Hier hinten liegt er. Küstenrüstung? Nein. Ich nehme mal mit. Ich nehme mal die Küstenrüstung mit. Eine Küstenrüstung. Was ist das? Ach, das ist die Gesamtrüstung. Hey, Dena TV. Oh, da unten ist auch was. Fast übersehen. Nice. Nochmal Plasma-Kartuschen. Ich sage, laufen wir mal in die Richtung weiter. Ob es denn hier noch vielleicht doch noch irgendwas gibt, was versteckt. Ist wieder so ein Viech? Nein, bist du nicht. Ah, zum Glück schauen wir hier nochmal ein wenig weiter. Atommine. Nice. Ein Schlinger. Was war das? Hast du eigentlich die Waffe aus dem Vault 111? Den Kryolator? Ja, den hatte ich. Ich bin mal so. Schau mal her. Ne, passt schon. Waffen muss ich. Und zwar, ich will jetzt mal die Atommine platzieren. Atommine? Die müsste ja ganz oben sein. Und schauen, dass ich die auslösen kann. Dem der drauf tritt. Wir nehmen mal wieder Splittergranaten. Wir sind wohl nicht allein. Irgendwas kämpft da oben gerade. Da ist die Mine. Ah. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, du siehst? Du spielst hier mit dem falschen Zünd. Du hast uns das letzte Mal unterschätzt. Spielen wir jetzt verstecken? So viel ist er ja nicht. Das sind wieder Ghule. Was? Seid ihr schon alle rausgerannt? Den Kryolator, ja, den hatten wir schon. Aber der ist langweilig gewesen zum Schluss. Außerdem, um den effektiv einzusetzen, findet man zu wenig Munition. Hier gibt es komischerweise ziemlich viel dafür. Aber der hat auch nicht mehr so viel Schaden gemacht. Wo sind wir jetzt eigentlich? Jetzt genau. Schau ich mal, dass wir da rüberkommen. So einigermaßen darüber kommen.
Schaut vielversprechend aus, was wir hier rüberkommen. Zumindest ziemlich weit darüber. Hier ist... Ah, guck mal, da ist gleich in der Nähe so ein Funkleitstrahl und... Der ist direkt hier irgendwo. Den holen wir uns. Also so vom Funkmast. Den holen wir uns... Oh. Ja, da ist er schon. Hallo, Waffe? Ja, wenn es nicht anders geht. Oh, ich kann's. Ja. Voll vorbeigeworfen, Junge. Wow! Wer hat hier einen Fatman? Schluss mit lustig! Wer hat hier einen Fatman? Ich hab noch... Und dann war's schon vorbei. Mini-Atombombe. Ich würde nicht unbedingt gegenüber stehen, wenn der sein Fettmann schießt. Da, ruchloser Fallensteller. Zack, weg. Alter. Jetzt haben die schon Fatmans. Oh, Fatman. Terminal? Wo geht das Terminal hin? Schauen wir mal, Terminal. Nur Scheinwerfersteuerung. Die interessiert uns mal nicht sowieso wirklich. Gucken wir mal da rein und ja, ich habe ein Level Up. Nochmal Ausdauer, würde ich sagen. Da ist noch ein Park. So ein Bäumchen. In die Richtung, da ist noch einiges. Ach, das ist die Richtung. Und in die Richtung ist nichts mehr. So können wir eigentlich nur noch in die Richtung weitergehen. Hier ist die Straße. Laufen wir mal in die Richtung weiter. Wobei das da drüben auch noch was. Das hole ich mir schnell. Als erstes. Das. Ich sehe es schon. Ich sehe es sogar schon. Wo ist er denn? Boah, mein Laptop ist so dermaßen laut. Kannst du doch mal mutieren, wie du willst. Das interessiert mich dann recht wenig. Ah, das sah schön aus. Wieder Fallensteller, oder? Hier gibt es eine Menge Strahlung. Wir sollten von hier verschwinden. Oder Ghule. Nee, schaut mir sehr stark nach Fallensteller aus. Keinen Fall mehr. Was? Von da drüben und von da oben. Ich
Gehen wir mal in die Richtung, weil dann kommen sie nicht mehr an uns ran. Ja, komm. Da war er weg. Mann. Wie dachtest du denn, dass das läuft? So, dann schauen wir mal daher. Wo ist denn der andere? Da drüben? Bist du so schnell darüber gekommen? So schnell darüber gekommen. Nick. Du musst das nicht tun. Da ist ja noch einer. Und da war er weg. Und was kann man gegen laute Rüstung machen? Lüftung machen? Ich habe mehr Lüftung. Aber ich habe kein... Ich habe keinen Laptop. Da gibt's so, so Zeug, was man drunter legen kann. Der besser kühlt. So. So, ich weiß nicht, so ein Lüfter, den man drunter legen kann. Und dann den Laptop darauf legen kann. So, ich schau mal darauf, wo es hier noch hingeht. Ja, für darüber. Wäre ich jetzt halt schon mal zu begeistern. Einmal gibt es hier eine Kiste. Mit richtig vielen Kronkorken. Maddox. Schon einiges an Kronkorken. Hier gibt es gar nichts mehr. Nö, da gibt es gar nichts mehr. Wäre unser nächstes Ziel. Hier rüber. Weiter hier rüber zu gehen. Zu dem Berg. Mit den Wellen drunter. Zu dem hier. Zack. Der ist ja auch gleich wieder hier. Eins nach dem anderen. Ey, wir kommen heute richtig weit, richtig weit. Und da ist es schon. Ich sehe es schon. Schaut mir ziemlich wieder nach Fallensteller-Versteck aus. Das ein Fallensteller nach Versteck nach dem anderen. Rowan. Will nichts sagen, was schaut nicht gut aus. Sollte nicht lang dauern. Na komm. Oh. Eiskalt Kettenklinge, schon wieder so eine. Da war ich ja mit, schaut nicht so gut aus, nicht mal so weit daneben. Aufgabenliste. Okay, ihr Deppen, aufgepasst. Das sind die Aufgaben für diesen Monat. Ich habe nur eine Liste, also lasst sie rumgehen. Und nein, ich werde es mir nicht wieder anders überlegen. Also frag nicht wieder, Bro. Luke, du bist fürs Fischen zuständig. Und für das Ausnehmen und Kochen der Fische. Alles, was mit Fisch
Wir brauchen freie Sicht. Und ja, du musst auch nachts arbeiten, du Schisser. Ist mir egal, was du da hörst. Ich hab mal wieder Tagwachdienst. Wir wechseln nachts, genau wie letzten Monat. Auch du, Braun. Also heul nicht rum. So ist das. Fällt's nicht. Pech. So erledigen wir die Dinge hier. Okay, neue Ansage. Also aufgepasst. Mensch, Luke, was machst du hier? Ich nehme hier mein nächstes Band auf. Was? Braun ist in seiner Koi und heult rum. Irgendwas hätte zwischen den Bodenbrettern zu ihm hochgesehen. Soll das ein Witz sein? Verdammt, er ist ein erwachsener Mann. Er ist zu alt, um sich von irgendeinem Schreckgespenst ins Hemd zu machen. Vielleicht. Aber er weigert sich trotzdem, seine Aufgaben zu erledigen. Und dann versteckt sich Rowan noch dauernd im Wasser und springt raus. Er schreckt ihn immer fast zu Tode. Okay, bring die beiden Spaßvögel zu mir. Ich rede mit ihnen. Ohne mich würde ja alles den Bach runtergehen. Ich sag's dir. Oh, verdammt nochmal. Das Teil nimmt immer noch auf. Scheiße, Luke, wie schaltet man das ab? Mit dem großen roten Knopf, auf dem Aufnahmestoppen steht. Hallo? Luke? Ist das Ding an? Servus. Aufnahme läuft. Okay, gut. Zurück an die Arbeit. Den Rest mache ich allein. Hier spricht Bray Husky, Oberhaupt der Familie Husky und rechtmäßiger Besitzer des Landes, das früher als Haddock Cove bekannt war. Diese Wälder gehören auch mir. Wir haben genug Holz und Metall aus den Häusern geholt, um einen Außenposten auf dem Wasser zu errichten und uns hier was aufzubauen. Luke. Wenn wir das Ding hoch genug machen, werden wir die Biester schon aus großer Distanz sehen. Niemand wird uns mehr überraschen können. Bray Husky. Ende der Aufnahme. Husky haben wir noch nicht gefunden. Scheiße, Luke, wie stellt man das Teil ab? Das sind eine Million Knöpfe dran. Ach egal, Zieh einfach den Stecker. Das Braun. Also haben wir ein... Die sind alle tot. Und man hört es natürlich hier, dass sich zuvor mal ein paar Murlocs schon angekündigt haben. Müllerkönig der Tiefe. Diese Könige singen ihrem Abendessen gern ein Schlaf. Doch nichts mehr. Da hinten sind noch ein paar Müllocks versteckt. Ja. Da haben wir noch einen. Wer bist du? Du bist Husky. Okay, du bist der Husky. Holoband? Hier spricht Bray Husky. Das war wohl meine letzte Aufnahme. Oh, verdammt. Ich kann meine Innereien sehen. Sie kamen von unten. Riesengroße Meilen. Mein Bein! Die anderen sind tot. Alle tot. Luke haben sie in Stücke gerissen. Und Rowan wurde schreiend in die Tiefe gezogen. Sein Blick. Oh, oh Gott, sein Blick. Ich wollte Braun holen. Da war nur ein großes Fisch-Menschen-Ding, das seine Überreste gefressen hat. Hat mich am Bauch erwischt, bevor ich einen Schuss abgeben konnte. Der Laden war eine Festung. Wir konnten meilenweit sehen. Verdammte Fischmonster. Ich hoffe nur... Oh. Gott! Nein! Es hat mich gefunden! Nein! 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 Zurück! Bleib weg von mir!
Zum Schluss. Verdammt, nimm das Ding immer noch auf. Ihr wollt mich doch verarschen. Da haben sie schon recht. Das ist eigentlich hier schon eine gute Festung gewesen. Aber was ist das für ein Meierlöck-Viech, was dir das beschreibt? Halb Mensch? Halb Mensch? Ha. Oh, wir sind wieder zu schwer. Das heißt, wir müssen gleich mal mit Niki reden. Halb Mensch? Aha, Angler. Nee, Schlinger. Gut gemacht. Nick? Aufgepasst. Nimm mal bitte wieder mein Zeug, du hast schon wieder irgendwas... Alter, du nimmst echt ständig was mit, hä? Nick, was machen wir nur mit ihr? Ganz schnell alles loswerden. Ihre Haare fallen schön. Oh mein Gott. Halb Mensch, halb... Oh. Er hat uns das letzte Mal unterschätzt. Ich hab schon gedacht, was ist denn das hier? Ist aber auch nichts mehr sonst los hier. Außer ziemlich vielen Murlocs. Hier nichts los. Ich schaue noch mal da die Gebäude durch. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas Schönes. Noch was? Eine rachsüchtige Kreatur. Eine rachsüchtige Kreatur bereibt sich den guten Beichvater, treibt den guten Beichvater fort, um seine Aufgabe in Frage zu stellen. Okay. Die Kinder sind in der Falle. Die Atomsichel, okay. Mal bitte auf die Spitze des Daches. Kurz gucken, ob es hier irgendwas noch gibt. Sieht aber fast nicht mehr so danach aus. Dass hier noch irgendwas gibt. Das heißt, wir könnten eigentlich demnächst weiterlaufen. Ne, hier gibt es auch nichts mehr. Dann wäre unsere Richtung weiter hier runter. Zu den Docks einfach mal. In die Richtung hier so circa. Einfach mal weiter laufen und gucken, was hier noch ein bisschen gibt. Todeskralle. Todes
war ein Todeskrallennest? Oh. Und da hast du einen Angler zerlegt. Oh. Hey, wir haben mal ein Todeskrallenei. Auch ein Todeskrallennest, oder? Nein. Auch nochmal so ein Angler. Nee, da ist nichts. Da draußen ist was. Wenn man vom Teufel spricht. Ich glaube, wir sind nicht allein. Schau mal, wenn er da ist. Ui, 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 ui. So, jetzt müssen wir mal Waffe wechseln. Da haben wir auch noch ein paar Schuss. Die holen wir uns auch noch raus. Wir holen uns aber den Angler hier auf jeden Fall noch. Laufen wir mal weiter in die Richtung. Hallo, Waffe? Da war meine Rüstung kaputt. Ziemlich schnell sogar. Ich glaube nicht mehr, dass es hier noch wirklich was geben wird. Und hier sind wir schon hier wieder zurück an dem Dock. Yep. Das heißt, unsere nächste Route wird hier so rum sein. Wir haben hier eine Mission abzugeben und natürlich auch wieder was zum Reparieren. Da gehen wir auch hin. Und wir müssen auch noch in den Nukleus. Müssen wir natürlich auch noch hin. Wie gesagt, heute möchte ich nicht so lange streamen. Nicht wieder bis kurz nach 12 oder so. Sonst hätte ich heute gesagt, wir machen kurz nach 11 aus. Schluss für heute. Kurz nach 11 machen wir dann heute Schluss. Wir müssen ja alle morgen wieder raus. So, natürlich hier. Vorsichtig mit dem Werkzeug. Ich hätte da letztens fast einen Finger verloren. Ja, dass du, wenn du einen Finger verlierst, das wundert mich sogar recht wenig. Aufgepasst. Einmal alles nehmen. Der hat nämlich noch richtig viel Schrott. Und steigt mal zurück in unsere Power-Rüstung und schaut mal in die Stadt rein. Geben vielleicht noch die Mission ab. Achso, stopp, wir steigen noch nicht in die Power-Rüstung. Ich will vielleicht erst nochmal eine Runde herstellen. Gut, er steht jetzt da. Schauen wir hier runter. Alter, das ist auch echt nur am Saufen, der Kerl. So, hier Einsiedlerkrebs, paar Gegrillte. Was macht das eigentlich? Stärke und Ausdauer? Eigentlich auch nicht mal so schlecht. Lego am Stiel, Maus, Rattenhappen, Eieromelett. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Woche mein Bad schon hatte oder dies. Der säuft eigentlich echt, der säuft einfach echt zu viel. Todeskrallensteak. Und die Rippchen einmal Suppe. Gibt etliche neue Suppen. Kristall? Säure? Boah, Igitt. Igitt?
Boah, ich geht. Waff-Chat, normales Chat stimmen. Ich glaube, du hast ganz anderes Zeug in der Lunge, ey. Ernsthaft. Da habe ich meine Power-Rüstung abgestellt. Schauen wir mal kurz zurück in die Stadt. Was macht plus 15 Ausdauer? Das nehme ich jetzt einfach mal. Weil ich brauch's eh nicht. Fress ich davon mal ein paar rein. Ach komm, zack. Ach, 130 war das wert gewesen? Okay, jetzt... Jetzt hat, bereue ich es etwas. Ich kann mal wissen, wie weit ich jetzt fliegen kann. Kannst unter Wasser atmen. Das ist natürlich auch nice. Aber wir schaffen es trotzdem nicht. Wir schaffen es trotzdem nicht, hier hoch zu fliegen. Wir schaffen es trotzdem nicht, hier hoch zu fliegen. Unsichtbar für 10 Sekunden ist eigentlich auch cool. Alter, wie schnell das jetzt auf einmal steigt. Ach du Scheiße. Schau, wie schnell die Ausdauer hochgeht, hey. So, zack. Verschwinde, ich brauch deine Almosen nicht. Ja, ich geb dir auch keine Sorge. Wenn diese Holzköpfe dir jetzt nicht vertrauen. Naja, drauf geschissen, nicht wahr? Jetzt ja. Sollten die Leute gesprächiger sein. Vielleicht haben sie sogar Arbeit für dich. Sprich mal mit Mitch im Last Plank. Sprich mit Mitch. Danke, Teddy. Du bist der seltsamste Fest, die seltsamste Person, die ich je kennengelernt habe. Hier, bitte. Und wenn du Lust hast, misch dich unter die Leute. Ist schließlich deine Party. Hört her! Hört mal alle her! Die Zeiten sind hart! Aber dieses Festmahl beweist, dass wir die Dinge ändern können. Gut, ich weiß, dass Festlandbewohner für alle möglichen Untaten verantwortlich sind. Aber das hier ist jemand ganz Besonderes. Jemand, der den Kapitänstanz überlebt hat. Ehrlich, alles für ich habe es gesehen. Was mich betrifft, ist er also kein Festlandbewohner mehr. Er ist einer von uns. Jaha! Festlandbewohner. Hey! Ach du Scheiße, da haben wir etliche Missionen doch wieder dazu bekommen. Ach du Scheiße. Wir machen jetzt aber mal ein kurzes Päuschen.